Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, gerade in Punkt Thüringen, Version 3.1.01. Ich fahre jetzt selber zum globalen Markt. Es hat zwar beim ersten Mal geklappt mit Mitfahren, aber er hat mir zweimal die Fahrzeuge voll zurückgeschickt. Der erste fährt aktuell wieder hin. Denkt man, den holen wir gleich wieder ein. Wenn wir nicht irgendwo im Kram landen, beziehungsweise in der Böschung. Werden wir schauen, ne? Denn das kann ja nicht sein, dass er nicht abkippt, dann kommen wir nicht weiter. Da muss schon ein bisschen was rüberkommen an Wäldern, an Bäumen, ne? Also weg. Ah, da oben ist er. Gas geben, einholen, wird das schwierig werden. Aber wie gesagt, unser Getreide ist noch nicht reif. Das ist das ganze Problem. Wenn das Getreide reif wäre, dann ist das Problem auch so, dass ich da am globalen Markt hier abkippen möchte. Ne? Wenn das nicht klappt, dann ist das schlecht. Er kann gerne stehen bleiben und nichts tun, das kann ich voll verstehen, dass es immer klappt. Aber weiterfahren mit voller Last, das geht nicht. Und dann weiß ich ja nie, ob er klappt hat oder nicht klappt hat, ne? Das ist ja das ganze Problem. Denn. Oh ja, da sag ich schon, guck ein bisschen nach rechts und links, ne? Guck mal. Na, auch mal. Dünger, das klappt jetzt. Da habe ich auch Helfer eingestellt. Eben gerade mehr oder weniger. Für Pferdegras, das wieder richtig volle Wucht gibt. Hoffe ich jedenfalls. Ups, da ist schon bald vorbeigefahren. Und hier können wir auch reinfahren. Ich glaube, der andere hat nicht abgekippt. Der Dennis ist faul. Ne, er steht hier. So, ich hab dich im Auge. Seh dich. Ach, jetzt klappt's. Aber das ist schon komisch, dass zwei Fahrzeuge das gleiche machen und das klappt nicht. Und die Einstellungen sind ist ähnlich oder gleich. Ich muss diesen Boot ausschalten, mein Rechner. Ausgeschlafen heute oder was? Ja, blinkt doch mal. Die Leitflanke entfernen kann ohne Gefahr, dass der ganze globale Markt weg ist. Das ist nämlich die andere Frage, ne? Gucken wir gleich rein. Das geht. Ah, geht nicht. Kann man eher machen. Backknüppel. Bestätigen. Ja, bringt nicht viel Geld ein. Aber darum geht es doch gar nicht. Ich brauche es für den globalen Markt. Bald am Feld 12. Ne? Da werde ich hundertprozentig in ein paar Wochen. Der ist voll. Der hat abgekippt. Na, komm her. Ich dreh durch. Warum kippt er nicht alles ab? Warum nur knapp die Hälfte? Das ist typisch. Und dann merkt er, steht Verkehr fährt, ne? Nee, gar nicht mal.
Das ist ja blöd. Was macht er da? Juckt die Nase. Er hat ja angefangen abzukippen. Vielleicht muss ich den Punkt noch da hinten verlegen. Ja. Mal gucken. Aber das kriege ich nicht weg. Die hat der Hänger eigentlich mit. Ist er nicht. Das geht dafür. Also. Ja, da geht nur hinten. Um den Punkt ein bisschen mehr nach hinten verschiebe. Vielleicht besser. Vielleicht. So. Ah, jetzt weiß ich, was los ist. Ah, ja. Er lädt wieder auf. Ah. Ja, warum macht er das überhaupt? Das ist ja doof. Dann muss er am Punkt 2 abladen. Das ist auch nichts. Das ist ja. Ich sag mal so ganz vorsichtig, dann ist es ja kontraproduktiv, ne? Und das wird doch nicht so viele Fahrzeuge. Zwei. Dann müsste ich eigentlich den Punkt umfahren irgendwie. Mal sehen, wo er hinkommt, ne? Das ist das ganze Problem. Nämlich ziemlich eng. Na, gerade so. Dann lädt er wieder auf. Na gut, das geht auch. Dart Guide. Zur Not. So. Ja, das ist halt so, ne? Fällt um. Bis da? Fällt wieder auf. Warum fährt er da wieder lang? Verstehe ich nicht. Das ist ein Ding, ne? Deaktivieren. Jetzt wo er läuft, ne?
Wir haben nur einen Baum rein, na gut. Ist der andere wieder voll, ne? Voll. Dann wollen wir mal kurz gucken, wo er fährt. Dann werde ich mal ganz spaßhalber mal. Er lädt wieder ein. Das ist irgendwie man gut, dass wir das merken. Geteilt kann man, ja, das ist eh blöd, weil das ist in dem Falle blöd, weil das macht ja mit Getreide genau das gleiche, ne? Also abladen und wieder beladen, das ist irgendwie nicht lustig in Anführungszeichen, ne? Das soll so nicht sein. Und ich komme nicht dazu, Stand gleich zu verkaufen, ne? Sonst wäre sonst kein Problem. Jemand einstellt, der verkauft. Zur richtigen Zeit. Wieso hier lang fährt, am Steg auch nicht. Gut, das ist so programmiert, ne? Ja, gut. Kurz mal gehen. Schwäche. Weil ich nicht verstehe. Ach, kann er da auch vielleicht beladen? Das könnte sein. Dann mal kurz Stopp. Dann machen wir mal hier wieder eins. Machen manuell. Und dann muss man den Kurs umändern. An dem Punkt entsprechend weg. Dass wir da im Prinzip den Kurs verschieben und zum B-Laden einen anderen Kurs programmieren. Dann wäre das war schwierig, aber nicht unmöglich. Muss man hier gucken, was er macht. Der andere Superfahrer. Wir fahren mal mit. Da auch beladen kann, wäre an sich im Grunde nicht verkehrt, aber abladen und dann beladen ist ja Blödsinn, ne? Dann wüsste ich gar nicht, wie er am besten machen könnte. Das hier kann man nicht umgehen. Aber ich kann es ja nur stoppen. Könnte schon sein, dass er an diesem Rohr belädt. Aber das soll er ja nicht machen, ne? Normalerweise geht er hier um beladen Wald. Könnte man höchstens umgehen über müsste gleich weiterfahren. Das macht automatisch. Was ist das für ein Scheiß? Geht er wieder voll. Lass ihn voll machen. Geht mal wieder Punkt 1. Und wir werden dafür den anderen Kurs um diesen Trigger drumherum führen, ne?
Denn abladen und wieder aufladen ist der Stoß, ne? Wäre ja genauso Stoß, wenn wir jetzt theoretisch hier Gerste und Weizen haben, ne? Ja. Oh, liegt es am globalen an Audreif. Könnte ja auch sein, ne? Ich fahre manuell durch, denn normalerweise muss ich durch R aktivieren, ne? Denn naja. Das könnte ein Audreif liegen. Könnte. Sehr wahrscheinlich. Globaler Markt ist es nicht, weil wenn ich manuell durchfahre, dann muss ich immer den Punkt aktivieren, ne? Aber wenn er jetzt schlau wäre, würde er jetzt bei den Dings vorbeifahren, ne? Dann wäre es gut, aber so schlau ist er nicht. Müsste höchstens Frage ist nur, ob er da entsprechend auch vorbeifährt, ne? Das ist die gute Frage. Und zwar so, dass er auch vorbeikommt, ohne überhaupt den Trigger zu erreichen, ne? Weil später möchte ich ganz gerne hier wieder was einladen. Automatisch. Und das möchte man dann klappen, ne? Auf mein Beste, ne? Das ist nur vorübergehende Lösung. Vielleicht gibt das hier bald einen Fix für Outdrive zum Beispiel. Wäre eine Option. Wenn es daran liegen würde, ne? Man dazu sagen, bin mir nicht ganz sicher. Ein globaler Markt an sich. Müsste man höchstens umdisponieren, dass da nicht am selben Punkt abladen und aufladen kannst. Aber das hat er ja bei diesem Ding ja oft. Bei normalen Markt ist es ja auch so. So. Aber liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen mit Bäumefräsen. Hoffen wir, das klappt. Tschüss. Und nochmal ein dickes Dankeschön für die Zeit. Tschüss.